Nicht wirklich. Okay. Ja. Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen Phasmophobia Solo und ich bin im Bleasdale Farmhouse unterwegs. Das heißt, das größere von den Farmhäusern und ja, schauen wir mal, was das wird. Wir haben Justin Carter. Wir sollen die Anwesenheit anhand eines Bewegungssensors feststellen, mit dem EMF-Messgerät herausfinden, also Übernatürliches finden und mit dem Parabolmikrofon Geräusche aufzeichnen. Okay, schnappen wir uns die Taschenlampe, EMF und Thermometer. So, und dann gehen wir rein. Wir haben es auf jeden Fall relativ warm, über 15 Grad. Der Breaker ist in der Werkstatt. Okay. Das heißt, wir werden nicht die Haupteingangstür benutzen, sonst müssten wir einmal das ganze Haus laufen, sondern wir gehen direkt hinten rein. Entschuldigt übrigens, ich bin ein bisschen verschnupft noch. Ja. Mich hat es ein bisschen erwischt. Der Herbst kam so ganz urplötzlich. Den einen Tag noch irgendwas um die 25 Grad, den nächsten 11. Wobei ich davor schon oben gekränkelt habe. So, dann schauen wir mal. Machen wir erstmal Strom an. Heizung läuft. Genau, das ist auch eine Außentür. Hinten ist, glaube ich, ein Büro. Ne, im Badezimmer war das, genau. Ja. Der Teddy im Badezimmer, wer kennt's nicht? Und hier geht's in die Küche, meine ich. Genau. Küche mit Esszimmer. Temperatur ist noch konstant. Mal gucken, dann geht's hier weiter ins Wohnzimmer. Temperatur ist immer noch top. Was haben wir hier für ein Zimmer? Ein Büro. Auch hier ist die Temperatur in Ordnung. Kann man nicht meckern. Passt. Erstmal die Haustür auf. Mal zu unserem Truck gucken. Das letzte Mal, als ich die Map gespielt habe, hatten wir ihn hier oben direkt an der Treppe. Ja, die Temperatur sinkt hier auch wieder. Scheint wieder hier so ein Treppengeist zu sein. Wenn ich jetzt auf die Treppe gehe, steigt es wieder. Hier sinkt es. Hier sinkt es. Hallo? Ja. Genau. Hier fällt die Temperatur. Im Badezimmer steigt sie wieder. Okay. Gut. Die Tür war offen. Hier drin steigt die Temperatur aber auch wieder. So, dann schauen wir mal, wie lange das anhält, dass die Temperatur sinkt. Dass hier hinten irgendwann aufhört. Scheint aber nicht so. Das heißt, auch hier hinten ist noch Geisterraum. Der ganze Flur scheint es zu sein. Okay. Hier dann einfach nur, genau, er steigt. Okay, gut. Dann würde ich sagen, lassen wir das Thermometer erstmal hier liegen. Genauso wie den EMF-Reader und holen uns mal die Kamera. Und das Buch. Ich glaube, das Buch passt ganz gut. Hatten wir schon irgendwelche Aktivitäten? Also ich habe nichts gesehen, muss ich ehrlich sagen. Naja. Sanity ist auch noch im Rahmen, alles gut. So, aber aufs Stativ, dann noch das Buch dazu. Und dann gucken wir mal, ob wir was finden. Ja, letzte Woche kam auch nicht wie ursprünglich geplant Freitag ein Herausforderungsvideo. Und auch da ging es mir schon nicht so gut.
Naja. Wie es dann so ist. Kann man nichts machen. So, sehen wir denn schon Orbs irgendwie? Nicht wirklich. Okay. Alles gut. Junge. Hat aber schon mal einen rauskrachen lassen hier. Also Orbs habe ich jetzt auf den ersten Blick nicht gesehen. Wir legen noch das Buch hin. Zack. Und dann gucken wir mal. Holen wir jetzt noch die Dots. Schauen wir mal, was das mit der Sanity gemacht hat. Das war auf jeden Fall gerade auch ein ordentlicher Sprung. Jetzt kann es natürlich sein, es war ein Event. Ich hatte mal in den Kommentaren gelesen, dass bei Events dieser Sprung von 0 auf 5 nicht zählt. Ich log's mal vorsichtig ein. Würde bedeuten, wir hätten kein Mimik. So, dann kurzen Blick hier aufs Display. Aber Orbs erkennt man nicht. Das Buch wird gerade beschrieben. Ja. Das Geisterbuch. Mal angenommen, es wäre jetzt EMF5, dann wären Dots schon raus. Orbs wären raus. Würde passen. Hätten wir Ultraviolett, Geisterbox oder Gefriertemperatur. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal Geisterbox und Ultraviolett mit und checken das einmal gegen. Ich meine, Orbs können auch spät reinploppen. Ich hatte das jetzt neulich. Ich hatte eine kurze Runde mit meiner Frau gespielt. Off Record mal. Hatten wir mal Lust drauf. Und ja. Ich habe auf den Schalter gedrückt zur Abfahrt. In dem Moment ploppten auf einmal die Orbs auf. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Okay, die Tür muss auf jeden Fall angegrabbelt haben. Die habe ich nicht so aufgerissen. Ja, da ist das wunderschöne Buch. Temperatur. Ja, 5 Grad, aber noch über 0. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Gut. Damit hätten wir die Geisterbox. Das wäre ein Spirit. Wenn EMF stimmt. Wenn EMF nicht stimmt, hätten wir noch... Könnte es noch Pingis sein? Gefrier? Oder Dots tatsächlich? Tja. Jetzt müsste er mal irgendwas Cooles machen, wo ich das prüfen kann. Aber schauen wir mal. Boah, Alter. Mann. Nee. Hör auf mit dem Scheiß. Es scheint doch gleich hier vorne irgendwo zu sein, ne? Ja. 4. Das ist ein 4er. Aber was hat er gemacht? Ich glaube, ich muss hier raus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mich das gerade schon ziemlich viel gekostet hat. Ich war ja schon bei 75, als ich reingegangen bin. Und davon sollte jetzt nicht mehr allzu viel über sein. Aber auch hier, gut, es war ein Event, aber wieder der Sprung. Ja, ich bin jetzt schön in Hunting Range. Habe ich denn irgendwas? Ne, Bewegungssensor, Parabolmikrofon. Das heißt, wir können bedenkenlos erstmal das hier nehmen. Dann gehen wir jetzt mit dem Bewegungssensor und dem Parabolmikrofon rein. Wir nehmen noch die Kamera mit dann auch noch, dass wir noch Bilder machen können. Genau. Okay. Also es war jetzt nur ein EMF4 gerade. Ich weiß nicht. Wir behalten es mal im Auge. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Alles klar. Okay, das ging jetzt sehr schnell. Ich glaube, so schnell hätte ich mit dem Parabolmikrofon noch nie eine Antwort. Wir sind noch über 0 Grad.
Tür macht auf jeden Fall andauernd. Die war auch nicht richtig zu, glaube ich. Und da er die Tür andauernd macht, können wir, denke ich mal, hier. Hä? Und da fuck, Alter. Nee. Oh Mann. Tja. Ich weiß nicht, wollen wir dort trotzdem einfach mal hinlegen? Theoretisch könnte es ja nur sein, da wir EMF-5 ja nicht fest haben. Was passiert mit meiner Sanity? Das ist auf jeden Fall ziemlich krass. Komm, dann gönnen wir uns noch mal Dots. Okay, wir haben jetzt alles abgehakt. Das ist sehr gut. Ja, weil er ja auch direkt ins Parabolmikrofon reingesprochen hat. So, wir sind jetzt 11,5 Minuten drauf auf der Map. Ist passt. Okay, machen wir erstmal den Breaker wieder an. Aber dafür gehen wir von außen rein. Ich habe irgendwie das Gefühl mit dem EMF. Nö. Das ist es noch nicht. Das ist es noch nicht. Hier haben wir eine Versteckmöglichkeit. Ich weiß gar nicht, wo die anderen hier noch sind. Im Zweifel würde ich wahrscheinlich einfach sterben. So, dann gehen wir vorne rein und gucken mal. Auf jeden Fall ist er sehr aktiv. Ist immer der Meinung, auf mich zulaufen zu müssen. Hier ist noch alles zu. Okay. Temperatur, wir sind auf jeden Fall noch drüber. Passt. Jetzt haben wir es mal hier ein bisschen lauschig gemacht. Dann checken wir mal, ob wir dort sind. Schlampe aus, damit das auf dem Bildschirm nicht so spiegelt. So. Ohne Dots Power. Ich weiß noch nicht, ob wir sonst mit der Kamera auch nochmal hinten in die Ecke gehen sollten, einfach um wirklich sicher zu sein, dass da keine Orbs sind. Okay, die Tür ist aufgegangen. Das heißt, ich werde jetzt die Fingerabdrücke sicher ein- oder ausschließen können. So. Ja. Fingerabdrücke sind raus. Temperatur, wir hängen jetzt bei 0 Grad. Dort müssen wir jetzt checken. So, ich glaube,
Das so in die Richtung und den. Kann ich das hier auf die Fensterbank legen? Nein. Schade. Schade. Okay, dann. Legen wir den so hin, dass er so ein bisschen scheint. Zack, und dann. Machen wir das Licht aus und gehen nochmal raus. Bewaffnen uns dann mit dem zweiten Stativ und der Kamera und checken mal, ob wir hinten vielleicht noch Orbs sehen. So dass wir die dann auch sicher ausschließen können. Ja, und dann haben wir eigentlich bald schon die den EMF sicher. Also ich tendiere auch ganz stark zum EMF. Er ist hier vorne auch immer sehr aktiv. Okay, das war der Bewegungsmelder. Mal wieder. Dann gibt es dich drauf. Wir nehmen die Kamera noch mit, damit wir noch die Bilder machen können. Sanity ist okay. Da brauchen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Jetzt bin ich mal gespannt. Du hast den Breaker schon wieder ausgemacht. Oh. Ist mir das jetzt egal? Nein. Ist es nicht. Ich glaube, wenn wir gleich das Licht anhaben, gucke ich hinten noch mal ganz kurz, ob ich zufälligerweise hier Knochen sehe. Na los, komm. Zack. Irgendwo Knochen. Nö. Irgendein verfluchtes Objekt. Vielleicht. Auch nicht. Nein. Gut. Ich glaube, auf dem Dachboden könnte eins sein. So, dann nochmal der Orbs-Check. Atem, ja. Also Orbs wirklich absolut nicht. Gut. Buch fotografieren. Wir checken hier nochmal nach Knochen. Alter, mit dem Shampoo rumgo. Hier steckt eine Axt in der Wand. Steckte die schon die ganze Zeit oder war das ein Event? Wir nehmen mal den EMF-Reader mit, falls er irgendwas macht, dass wir es messen können. Und vielleicht gibt er uns ja so dann nur noch direkt den Beweis. Könnte ja sein. Ich weiß gar nicht. Wenn es hier in den Schränken. Nee. Ist das ein Versteck? Vielleicht. Ist das der Spiegel? Nein, ne? Nein. Das ist wirklich immer nur der Runde. Okay. Checken wir den Raum noch aus. Ich hatte es beim letzten Mal schon gesagt, das hier ist wirklich eine der Maps, die ich am wenigsten gespielt habe. Und ja, das macht es natürlich nicht leichter dann auch mit den Cursed Objects. Die Orte kenne ich leider auch nicht.
Die könnten natürlich auch noch unten im Büro sein, die könnten oben auf dem Dachboden sein. So Tarotkarten, die übersieht man ja auch immer mal gerne. Wohingegen, sag ich mal, so ein Pentagramm oder auch das Ouija-Brett ja schon ins Auge sticht, ne? So, was haben wir hinten auf dem Zimmer? Hier ist erstmal nichts. Ah, hier haben wir den Spiegel. Ne, das ist das Badezimmerspiegel. Okay. Wir haben nicht den Spiegel, sondern irgendeinen. Aber wir haben einen Knochen. Gucke mal. Ein Fuß. Ist doch gerade was geflogen. Na, EMF3. Vorhin. Ne, wir sind unter 0 Grad. Okay, wir haben Gefriertemperaturen. Das ist ein Moroi. Ja, dann haben wir alles. Bis auf das Cursed Object. Ich check jetzt nochmal meine Sanity. Ich glaube, ich hau mir nochmal Pillen rein und dann gucken wir, ob wir das unten noch finden. Wenn nicht, würde ich sagen, ist Abfahrt. Ja, wir haben jetzt auch 21 Minuten, ist okay. Wir machen nochmal Geisterkunde, weil ich gar nicht so sicher bin, ob ich den Moroi schon mal hatte. Moroi sind wieder auferstanden, um an der Energie der Lebenden zu zehren. Sie sind dafür bekannt, ihre Opfer mit Flüchen zu belegen, die sich nur mit Gegenmitteln lösen lassen oder indem man sich möglichst weit von ihnen entfernt. Stärken. Je schwächer ihre Opfer sind, desto stärker werden Moroi. Schwächen. Moroi landen in Hyperosmie, einem sehr stark ausgeprägten Geruchssinn, was sie für längere Zeit schwächt. Okay. Gut. Dann pfeife ich mir nochmal hier so einen Drink rein. Wir können oben nochmal Salz hinlegen. Davon können wir auch nochmal schöne Bilder machen. Wir haben jetzt die Knochen, wir haben ein Buch. Wir streuen das Salz mal, gehen in der Zeit unten suchen, machen dann vor der Abfahrt nochmal ein Bild davon. Wenn er nicht direkt durchläuft. So instant. So, alles klar. Ne? Checken wir das Büro mal. Ach, den Dachboden haben wir auch noch nicht. Aber gut, wir müssen ja eh nachher noch dann Bilder machen, falls es jetzt. Ah, hier sind die Tarotkarten. Okay. Die liegen also hier vorne im Büro. So haben wir jetzt hier schon Fu Footprints. Ja, sehr schön. Gut, dann haben wir Salz. Und mal ein paar schöne Bilder gemacht. Hätten wir vorhin die Kamera schon mitgehabt, hätten wir ihn da auch fotografieren können. Schön, wie hier der Truck vorliegt mit dem Fläschchen. Genau, also wir haben vier schöne Bilder noch dazu, alle Aufgaben erledigt. Wir haben den Geist eingeloggt. So, es kann aber auch kein Mimik sein. So, dann würde ich sagen, Abfahrt. Schauen wir mal, was es gibt. Eigentlich müsste es auf jeden Fall wieder ein Level abgeben. Ja. Sehr schön. $1200, 1200 Erfahrungspunkte. Oh, die neue Geisterbox. Yes. Ich bin mal gespannt. Zack, die schalten wir auch direkt frei. Kostet uns $3000. Die PSP-7T Geisterbox wurde einzig und allein dafür hergestellt, um Konversation mit dem Unbekannten zu halten. Der von hinten beleuchtete Display hilft im Dunkeln. Diese moderne Geisterbox verfügt über einen besseren Lautsprecher und durchsucht Frequenzen effizienter, wodurch sich paranormale Antworten leichter entschlüsseln lassen. Wenn eine Frage verstanden, aber nicht beantwortet wurde, wird ein schwarzes X auf dem Anzeigebildschirm aufleuchten. Sollte der Geist jedoch antworten, wird ein kleines Symbol eines Geistes aufleuchten. Das hat man ja vorher nicht.
Reichweite, die ist ein bisschen größer. Tonqualität ist besser. Okay, die war hier niedrig. Antwortrate Mitte. Anzeigebildschirm haben wir. Oh, gut, elektronisch war die vorher auch. Von daher, das lasse ich jetzt mal nicht gelten. Wenn ich jetzt gucke. Geisterbox, genau, auf Level 2. Okay, perfekt. Dann YouTube. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, macht's gut, habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ciao.